Aus dem Buch »Der Blitz hat eingeschlagen« von Gloria Polo Oritz. Den Teufel gibt es wirklich. Teil 3. Nun hören Sie, was passierte, als ich mich in dieser fürchterlichen Situation befand. Was für ein entsetzlicher Schreck. Denn auf einmal sah ich, dass es wirklich Dämonen gab. Und sie kamen jetzt, um mich zu holen. Ich sah diese Teufel mit all ihrer Schrecklichkeit vor mir. Und keine der Darstellungen, die ich auf Erden bisher gesehen habe, können auch nur im Kleinsten darlegen, wie schrecklich diese Teufel in Wirklichkeit aussehen. Und so sehe ich, wie auf einmal aus den Wänden des Operationssaales viele dunkle Gestalten herauskommen. Es schienen ganz normale und gewöhnliche Menschen zu sein, aber sie hatten alle diesen schrecklichen, grauenhaften Blick. Der Hass schaute ihnen direkt aus den Augen heraus. Und auf einmal begriff ich, dass ich Schulden bei ihnen hatte. Sie kamen, um mich zu kassieren, weil ich ihre Angebote zur Sünde angenommen hatte. Und nun musste ich den Preis dafür bezahlen. Und dieser Preis war ich selber. Und ich hatte meine Seele dem Teufel verkauft. Ich war mit ihm handelseinig geworden. Denn meine Sünden hatten Konsequenzen. Die Sünden gehören Satan. Sie sind kein Gratisangebot von ihm. Sie müssen bezahlt werden. Der Preis sind wir selber. Wenn wir also sozusagen in seinem Laden einkaufen, werden wir die Ware bezahlen müssen. Das sollte uns bewusst werden. Und so sah ich auf einmal alle meine Sünden lebendig werden, die ich seit meiner letzten sakramentalen Beichte, das heißt, seit meiner letzten Beichte bei einem katholischen Priester und dessen Lossprechung begangen hatte. Wir müssen für jede Sünde bezahlen. Wir bezahlen mit unserer Gewissensruhe, wir bezahlen mit unserem inneren Frieden, wir bezahlen mit unserer Gesundheit. Und wenn wir sehr treue Stammkunden in Satans Supermarkt sind und immer nur in seinem Laden einkaufen, wird er am Ende uns selber kassieren. Wir werden zu seinen Leibeigenen. Wir haben ihm unsere Seele verkauft. Und die größte Verleumdung und die Hauptlüge, der große Trick des Teufels ist es, dass er das Märchen verbreitet, dass es ihn gar nicht gäbe. Und diese fürchterlichen, dunklen Gestalten umkreisten mich und es war eindeutig, dass sie nur mit dem einen Ziel gekommen waren, mich mitzunehmen. Sie haben wahrscheinlich keine Vorstellung, was das für ein Schrecken, was das für eine scheußliche Angst war, dass mir mein ganzer Intellekt, meine Hochgeistigkeit, meine Wissenschaftlichkeit, meine akademischen Titel und meine abgeschlossene Berufsausbildung in dieser Situation überhaupt nichts halfen. Sie waren vollkommen wertlos. Diese Sünden ziehen uns also in die Tiefe, nach unten, hin zum Vater der Lüge. Wenn wir aber unsere bedauerlichen Versager und Sünden, die wir bezahlen müssen, im Bußsakrament zu Gott bringen, dann bezahlt Gott den Preis. Er hat diesen Preis mit seinem eigenen Blut und Leben am Kreuz bezahlt. Und er bezahlt jedes Mal, wenn wir sündigen, wieder. Er hat für uns die Höllenqualen erduldet, die wir uns eingehandelt haben und die uns dem Eigentümer der Sünde, dem Satan, verpflichtet haben. Wir sind von Jesus Christus freigekauft worden. Wir haben nun ein Anrecht auf sein Reich, auf sein Leben, denn er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Und da kamen sie nun, diese dunklen Gestalten, um ihr Eigentum, mich, zu kassieren. Ich sah sie jetzt aus der Wand hervortreten und in den Operationssaal hereinkommen. Es waren sehr viele Personen, die da plötzlich herumstanden. Nach außen sahen sie zunächst normal aus, aber der Blick eines jeden war voller Hass, voll eines teuflischen Hasses.
und sie waren so seelenlos wie innen ausgebrannt. Meine Seele sträubte sich und erzitterte, und ich verstand sofort, dass es Dämonen waren. Ich verstand, dass sie meinetwegen hier waren, weil ich ihnen etwas schuldete, denn die Sünde ist nicht gratis. Dies ist ja die größte Niedertracht und Lüge des Teufels, dass er den Menschen glauben macht, dass es ihn gar nicht gibt. Das ist seine Strategie. Danach kann er alles mit uns machen, was er will, dieser Lügner. Und nun sah ich mit Entsetzen, oh ja, es gibt sie. Und sie begannen bereits, mich zu umkreisen. Sie wollten mich holen. Können Sie sich mein Entsetzen vorstellen? Meine Angst? Diesen Schrecken? Es war der reinste Terror. Meine ganze Wissenschaft, Gescheitheit und gesellschaftliche Stellung nützten mir nun gar nichts. Ich begann, mich am Boden zu wälzen, mich auf meinen Körper zu werfen, weil ich in meinen Körper flüchten wollte, aber mein Körper nahm mich nicht mehr auf. Und dies war ein fürchterlicher Schreck für mich. Ich fing an zu laufen und zu fliehen. Ich weiß nicht wie, aber ich durchbrach die Wand des Operationssaales. Ich wollte nichts als fort. Aber als ich durch die Wand hindurchging, zack, machte ich einen Sprung ins Nichts. Ich wurde ins Innere eines dieser Tunnels verfrachtet, die plötzlich da waren und nach unten führten. Am Anfang war noch etwas Licht da. Und es waren Lichter wie Bienenwaben, und es wimmelte hier auch wie in einem Bienenstock. So viele Menschen waren hier, Erwachsene, Alte, Männer, Frauen und mit lautem Geschrei, borstig und mit wilder Mähne, knirschten sie mit den Zähnen. Und ich wurde immer tiefer in die Erde hinabgezogen und bewegte mich unaufhörlich nach unten, obwohl ich mich immer bemühte, von da rauszukommen. Das Licht wurde immer weniger, es wurde immer düsterer, und ich trieb in diesem Tunnel dahin, bis es außerordentlich finster wurde. Wehrlos tauchte ich in diese Finsternis ein, für die es in menschlichen Worten keinen Vergleich auf Erden gibt. Oben war alles Licht, aber nach unten war es immer dunkler. Können Sie sich vorstellen, welche Freude mich überkam, als ich meine Mutter im Licht sah? Sie war ganz hell. Sie war ja schon vor vielen Jahren verstorben. Auf einmal begriff ich, dass diese weißen Gewänder, mit denen meine Mutter wie eine Sonne bekleidet war, alle diese heiligen Messopfer waren, die sie während ihres Lebens mitgefeiert hatte. Ich hatte keine Möglichkeit, zu meiner Mutter zu gelangen und bei ihr zu bleiben. Wehrlos tauchte ich in diese Finsternis ein, für die es einfach keinen Vergleich gibt. Die finsterste Finsternis dieser Erde ist dagegen noch ein heller Mittag. Aber dort verursacht diese Finsternis fürchterliche Schmerzen, Horror und Scham. Und sie stinkt entsetzlich. Es waren auch immer mehr schreckliche Figuren und Wesen zu sehen, verunstaltet in einer Art und Weise, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Die Sünde, liebe Geschwister im Herrn, hinterlässt Spuren in unseren Seelen. Die Spuren brandmarken unsere Seelen wie Narben, Brandblasen und unförmige Löcher. Und die schrecklichste Erfahrung für mich war dabei, dass ich merkte, dass der fürchterlichste Gestank von mir selbst kam. Wie viel Geld hatte ich in meinem ganzen Leben für Duftwässerchen und Luftverbesserer ausgegeben, weil ich nichts ärger hasste als den schlechten Geruch. Und so merkte ich, dass meine ganzen scheußlichen Sünden nicht irgendwo außerhalb meiner Seele waren, sondern sie waren in meinem Innersten, in meiner Seele drinnen. Und von dort verbreiteten sie diesen unerträglichen Gestank. Ich sah einem Dämon gleich, einer schrecklichen Bestie,
verunstaltet von all meinen eigenen Gräueltaten. So wie meine Mutter mit lichten Kleidern des Herrn bekleidet war, so war ich wie ein schwarzer Müllsack bekleidet von der Bestie, dem Teufel selbst. Und in diesem Zustand kam ich unten in einer Art Sumpflandschaft an, wo viele Personen bis zum Hals im Sumpf steckten und stöhnten. Und ich sah, dass dieser Sumpf sich aus dem Samenerguss von all den sündigen Beziehungen und sexuellen Perversionen zusammensetzte, die wir Menschen auf dieser Erde zu verantworten haben. Millionen von Spermien ergießen sich bei jedem Samenerguss und nur der Geschlechtsakt, der in der sakramentalen Ehe vollzogen wird, ist von Gott gesegnet. Denn Gott selbst ist bei diesem Akt anwesend und eben der Dritte in diesem Bund fürs Leben. Er ist die Liebe, mit der jeder eheliche Geschlechtsverkehr geheiligt und geadelt wird. Sexualität ohne sakramentale Grundlage ist nur Lust, Befriedigung und Egoismus pur. Eben deshalb leiden diese Menschen in diesem Sumpf, den sie selbst auf dieser Welt durch ihre ungezügelten Leidenschaften geschaffen haben. Jede Person, die an solchen unheiligen, sündhaften und außerehelichen Geschlechtsakten beteiligt war, steckt dort in diesem unermesslichen und stinkenden Sumpf und leidet unsäglich darunter. Sie schämt sich ihrer Untaten. Und auf einmal entdeckte ich in diesem Sumpf auch meinen Papa. Ich sah ihn bis zum Hals in dieser stinkenden Brühe stecken und ein Schmerz durchdrang mich und ich schrie ganz laut: Papi, was machst du denn hier? Und mein Vater antwortete mit weinerlicher Stimme: meine Tochter, der Ehebruch, die Untreue. Und sie alle werden es eines Tages selbst erleben und sich dann vielleicht an diese meine Worte erinnern. Ich kann euch nur sagen, das Schmerzhafteste dort ist, diesen ganz in den Menschen verliebten Gott zu sehen, der unser ganzes Leben lang hinter uns her ist, uns immer wieder sucht. Wie leidet dieser liebende Gott unter unserer Sünde? Mir wurde dort gezeigt, wie viele Personen für mich gebetet hatten, wie viele Priester und Klosterschwestern sich bemühten, mich auf den richtigen Weg zu bringen. Und ich hatte für all diese Menschen nur Verachtung übrig. Ich war sehr ordinär in den Bezeichnungen, die ich all diesen oft heiligmäßigen Personen gab. Bei den Bezeichnungen für die Klosterfrauen waren die Ausdrücke Himmelhennen, unbefriedigte alte Schachteln und scheinheilige Weiber in den ewigen Wechseljahren, die dem Herrgott die Zehen abschlecken und von den Problemen der Menschen auf Erden keine Ahnung hatten. Nur einige von den harmloseren Bezeichnungen, die ich für sie verwendete. Wissen Sie, dort drüben sieht man sein ganzes Leben, wie es im Buch des Lebens vermerkt ist. Jedes Detail. Dabei kommen nicht nur die Worte vor, die man spricht, sondern sie sind begleitet von den Gedanken, die man dabei gehabt hat. Alles ist offenbar und liegt offen vor einem. Und man erschaudert oft wegen der großen Differenz zwischen dem Gesagten und dem Gedachten. Und diese Sünden, die wir begehen, haben nicht nur für uns Folgen, sondern auch für unsere Umgebung. Sie sind wie faule Früchte, die jede gesunde Frucht in der Nähe anstecken und auch zum Faulen bringen. Und das ist ein großer Schmerz in dieser anderen Welt, wenn man sieht, wie sehr die Sünde nicht nur bei einem Selbstschaden erzeugt, sondern wie sich deine Sünde um dich herum breit macht und alles verdirbt. Wenn ich mich also der Sünde überlasse, was ist dann das, was mir am nächsten ist? Es sind meine Kinder. Und so schade ich mit meinen Sünden zuerst auch meinen Kindern und meiner Familie.
Und nun hört gut zu und verstopft nicht eure Ohren. Wenn der Mensch eine schwere Sünde begeht, hat der Teufel einen in der Hand und erzwingt uns, wie ein Geldeintreiber, ihm einen Wechsel zu unterschreiben, der uns sofort zu seinem Eigentum macht. Und das Traurigste dabei ist, dass der erste Auftrag des Satans an uns lautet: So geh jetzt hin und bringe mir alle, die dich umgeben und zu denen du Beziehungen pflegst. Eine Mutter, die jemanden hasst oder die dauernd falsche Gerüchte über ihre Mitmenschen verbreitet, oder ein Vater, der gewalttätig ist oder alkoholkrank, der immer besoffen nach Hause kommt oder sich nichts daraus macht, sich am fremden Eigentum zu vergreifen, haben meist eben in ihrem direkten Umfeld ihre eigenen Kinder. Und so ist es ein Missbrauch der elterlichen Begabung, für die Zukunft der Kinder zu sorgen, wenn die Eltern mit diesen schlechten Verhaltensweisen den Kindern ein falsches und schlechtes Vorbild sind. Nur ein Leben mit den Sakramenten der Kirche kann einen solchen Teufelskreis in der Kette, welche die verschiedenen Generationen verbindet, durchbrechen. Nur die Gnade der Sakramente und Kraft des Gebetes können die Sünde verdrängen und aussperren. Es war eine lebendige Finsternis. Nichts dort war tot oder regungslos. Nachdem ich hilflos und wehrlos durch diese Tunnels geschlittert bin, kam ich unerwartet zu einem ebenen Platz. Hier war ich nun total verzweifelt, aber besessen von einem eisernen Willen, von da wegzukommen. Es war derselbe Wille wie früher, um im Leben etwas zu erreichen. Aber jetzt und hier nützte mir dieser starke Wille überhaupt nichts, denn ich war jetzt hier gefangen und konnte mich nicht befreien. Von den großen Vorstellungen und Träumen von früher ist nichts mehr übrig geblieben. Ich bin auf einmal einfach nur ganz klein, ganz winzig, ganz bedeutungslos geworden. Und dann sah ich plötzlich, wie der Boden sich öffnete. Es sah aus wie ein großer Mund, wie ein entsetzlich großes Maul, ein Schlund. Der Boden lebte und bebte. Ich fühlte mich entsetzlich leer und unter mir dieser beängstigende, entsetzliche Abgrund, den ich einfach mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben kann. Und das Fürchterlichste war, dass man hier absolut nichts mehr von der Gegenwart und Liebe Gottes spürte. Hier war davon nichts mehr, nicht ein Tröpfchen Hoffnung. Dieses Loch hatte etwas an sich, das mich unwiderstehlich nach unten saugte. Ich schrie wie eine Verrückte, ich erschrak zu Tode, als ich merkte, dass ich diesen Absturz nicht verhindern konnte, sondern dass ich unaufhaltsam nach unten gezogen wurde. Ich wusste instinktiv, wenn ich da einmal hinuntergestürzt bin, dann komme ich nicht wieder zurück. Und ich werde ohne Ende immer tiefer und tiefer stürzen. Das war der Tod meiner Seele, der geistige Tod meiner Seele. Ich würde unwiderruflich für immer verloren sein. Aber während dieses entsetzlichen Horrors, am Rand dieses Abgrundes, spürte ich plötzlich, wie mich der heilige Erzengel Michael an den Füßen festhielt. Mein Körper fiel in dieses Loch, aber ich wurde an den Füßen festgehalten. Es war ein Augenblick furchtbaren Schmerzes und auch schrecklicher Angst, aber als ich so am Abgrund hing, irritierte die Dämonen das bisschen Licht, das ich noch in meiner Seele hatte, und so stürzten sich alle diese Ungeheuer auf mich. Diese fürchterlichen Kreaturen waren wie Larven, wie Blutsauger,
um dieses Licht in mir endgültig auszulöschen. Stellen Sie sich meinen Ekel und Horror vor, als ich mich von diesen ekelerregenden Kreaturen bedeckt sah. Ich schrie wie verrückt. Diese Dinger brannten. O meine Schwestern und Brüder im Herrn, es handelt sich um eine lebendige Finsternis. Es ist der Hass, der so brennt, der uns verschlingt, der uns ausbeutet und aussaugt. Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben. Ende Teil 3. In der nächsten Folge das Sakrament der Ehe. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn Ihnen dieses Audiobook gefallen hat, so opfern Sie Ihre Gebete für die armen Seelen im Fegfeuer auf. Ihre Freunde, Verwandte, Familie und Wohltäter. Wenn Ihnen der Kanal Menschenfischen wertvoll ist und Sie diesen unterstützen möchten, so finden Sie alle nötigen Angaben in der Beschreibung. Vergelt's Gott.